So, herzlich willkommen meine Freunde zu einem kleinen neuen Spiel. Und zwar habe ich ein kleines Vorwort, das geht dann einfach direkt rein ins Spiel. Ich habe einfach die Aufnahme gestartet, dachte mir, okay, das Spiel sieht ganz cool aus. Wir wollten das eigentlich nur ausprobieren, haben dann ein klein wenig gespielt. Und ich meine, nimmst du es einfach mal auf. Das wird jetzt dieses kleine Vorwort. Es handelt sich um Last Man Standing. Das Spiel heißt wirklich einfach nur Last Man Standing. Ist free to play. Basiert auf dem typischen Last Man Standing Prinzip, also genau wie H1Z1 und an Player Unknown Spellicorn auch. Das heißt, ein Haufen Leute auf der Map, eine Zone, die immer kleiner wird und wer am Ende überlebt, gewinnt. Und das Last Man Standing als Free-Spiel bringt noch so ein paar kleine Aspekte mit rein, das heißt ein Punkte- und Level-System, wo am Ende der Runde auch aufgeschlüsselt wird, welche Punkte. Welche Punkte man für was bekommen hat. Und das ist ja bei den anderen Spielen, also bei H1Z1 weiß ich nicht, bei PUBG ist es ja nicht so, man kriegt da einfach Punkte für Kills und für Überleben halt. Ja, und ich würde sagen, das schmeiße ich euch dann auch direkt mal in die Aufnahme ein, rein. Ich werde diese Aufnahme jetzt einfach in voller Länge als die erste Folge nehmen. Mal gucken, ich werde es auf jeden Fall noch ein bisschen weiterspielen. Macht echt Laune. Bringt sehr gutes Spielgefühl für umsonst. Und achso, ja gut, dass ich nicht weiß, wie viele Aufnahmen werden, kann ich auch gleich mal vorwegnehmen. Ich habe sehr beeindruckt, ehrlich gesagt, für ein Free-to-Play-Spiel, dass ich jetzt keine Waffen zum Kaufen gefunden habe und keine Op-Gegenstände zum Kaufen. Es gibt Dinge zum Kaufen, klar, es gibt auch Kisten zum Kaufen und zum Öffnen. Und es gibt auch eine Ingame-Währung, also ganz normal Free-to-Play. Man kann eine Menge Geld loswerden, wenn man das möchte. Aber ich habe nichts gesehen, was man jetzt kaufen muss, damit man einigermaßen sinnvoll spielen kann. Und das ist schon für Free-to-Play, ehrlich gesagt, ziemlich beeindruckend. Ich werde mir das Ganze noch weiter anschauen, also es bleibt definitiv nicht bei der einen Folge. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich es aufnehme, weil die Wartezeiten zwischen den Spielen sind teilweise recht lang. Aber wie gesagt, jetzt gibt es das Ganze einfach ungeschnitten. Ich habe 2-3 Runden haben wir gespielt, das Ganze geht ein bisschen über eine Stunde. Ich mal ganz kurz nachschauen, wie lang die Aufnahme ist. Ich weiß natürlich nicht, wie viel davon er dann zu sehen bekommt. Die Aufnahme ist eine Stunde 20 Minuten. Ich nehme an, da wird einiges rausgeschnitten werden, am Anfang und am Ende vor allen Dingen. Ja, würde ich sagen. Den Rest schreibe ich in die Beschreibung. Das Ganze gibt es bei Steam und auch so zum Runterladen. So, und dann good luck, have fun. Und ab geht's. So, jetzt kommen wir. Jetzt bin ich wieder raus, ne? Es lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Für andere können wir nicht spielen. Naja, aber das mit dem Quicksilver finde ich definitiv gut. Hat was. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt, ne? Ja. Achso, wir sparen gerade neu. Wir wollen mal Tropical Island. Bist du da auch mit? Mit dem Erik? Weiß nie. Doch ich eigentlich nie. Alter, Tropical Island. Ich will Burger. Ich gedacht war eigentlich so, keine Ahnung, von Samstag zu Sonntag oder so. Alltag zu Samstag. Warum?
Weil übernachten kannst du ja dort direkt in der Bar, dieselbe Zelte. Na, da gibt's ja irgendwie so Hotel-ähnlich, oder nicht? Oder du nimmst einfach das Zelt direkt im Bad. Ich bin hier in einem Bad zelten, oder? Ja, das ist 20 Mal billiger. Alter, das ist ein Zelt in einem Bad. Wir warten auf 21 Spieler. Ne? Welche Taste war für Freunde? O oder Q? Hä? Ne. Irgendeine Taste hier, aber keine Taste. Hier gibt's. Ich bin gerade eine Feuerrutsche, eine Feuerding Ja, runtergerutscht. Feuerwehr, Schlange, Täter. Ja. Was ist das, wir hier alleine sind? Nee, da. Auch noch welche. Wo geht's auf deinen Turm, ne? Aber bei Battle Squad wartet man inzwischen auch schon. Nö, das hat schon hier. Aber da gibt es übelst viele Videos auf YouTube, was man da alles machen kann, während man wartet. Also, das scheint in anderen Regionen eh gang und gäbe zu sein, dass du eine ganze Weile brauchst, bis die Lobby voll ist. Und was kann man so machen, währenddessen man wartet? Nur die nehmen zum Beispiel die AWP und lassen mal einen Schuss einzeln fallen und schließen so eine Munitionsspur. Okay. Aber echt schick, ne? Oh ja, ich habe übrigens, mir ist übrigens vor uns gerade noch ein Spiel eingefallen, Okay. was man noch spielen könnte, jetzt mal bei Gelegenheit. Dayang hat ein großes Update gekriegt. Da ist auch eine neue Welt und neuer Content dazugekommen. Okay. Warum siehst du aus wie ich? Warum siehst du aus wie ich? Warum siehst du aus wie ich? Warum Weil ich siehst du aus wie blute. ich? Warum blutest du den Boden voll? Hör auf, den Boden voll zu bluten. Weil ich's kann. Ja, da hat er seine Tage, Alter. Friendless? Oh. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Na, irgendwas stand hier von Friendslist, ne? Vorhin. Springe. Wenn du gleich gehst, springe ich. Aber hast du kurz Schaden genommen? Ich bin tot, wisst ihr? Bin weg. Wo rennt denn hier jemand rum? Jetzt sind zwei raus. Wo siehst du das? Oben. Wo? Ah, jetzt steht da 23 Spieler. Ach so, das geht bestimmt auf 50, oder? Wollen wir nochmal rausgehen? Jetzt blockiert ja keiner, jetzt kann ich. Voll kacke, voll schwer. Weil er übelst langsam wird, wenn er springt. Weißt du, du rennst, dann springt er in der Luft und dann wieder schnell. Weißt du, was ich meine? Ja, ich finde das doof, dass wenn du hier auf Shift drückst, dass der automatisch rennt. Hä? Was soll er sonst machen, wenn du Shift drückst? Ja, erst rennen, wenn ich auch. Ach so, da rennt Nee, was. sag Ah, ich. lol, ja, stimmt. Aber da nutzt sich deine Tastatur nicht so ab. Kannst du W-Taste sparen? Geht die nicht so schnell kaputt? Was drückt trotzdem aus Prinzip immer W mit? Geht gar nicht anders. Ja. Und wie kommt man denn da hoch?
Okay, können wir in eine andere Lobby gehen? Ich habe das Gefühl, dass er bei 25 Spielern startet und ich sehe hier keinen mehr. Da oben eine Kiste? Irgendwas ist dort irgendwo. Okay, jetzt will ich da hoch. Dieses scheiß Free-to-Play-Spiel hat es geschafft. Ich will da hoch. Ja, Vielleicht Inter Ego einfacher? Nee. Was? Nee. Nee. da ist es noch wahrscheinlich noch schwerer. Kommen wir hier hoch? Einfach mit Rennen? Ja, einfach mit Rennen. Oh krass, anders reicht schon denn. Na, hä? Ich wollte zwar Da Young spielen, aber eigentlich nie jetzt. Mann, Alter. Hä, wie komme ich denn? Hä, ich komme dort nie hoch. Jetzt. Nein! Ach komm! Oh, fuck, Mann. Scheiße. Weg, also packt aber jemand anders. Einfach weiter gedrückt halten, ne? Wenn das aussieht, als ob der runterfällt, Roddy. Der hängt an der Kante fest und ist dann einfach oben. Mann. Und desto schneller du bist, desto weiter springst du. Du musst nämlich auf der kleinen Kiste, damit du hochkommst, musst du auf der kleinen Kiste einen Anlauf nehmen. Das kommst du nicht hoch. Ja, ich glaube, wir sollten gleich wieder wieder. Nee, ich will da jetzt hoch. Okay, wir wechseln Lobby. Komm. Ich bin schon wieder runtergefallen, Komm nicht in diese Verbindung drin ist. Alter. Yes. Sind irgendwas drin retten? Ah, kannst du auf mich drauf springen? Nee, nee, nee. Ah, weil guck mal dort. Sollen wir denn da rüberkommen? Oder müssen wir das 12 Jump drüber machen? Ich bin, dass du drüber musst. Ich glaube, du musst drauf. Oder meinst du das, was so da quer hängt? Ja. Okay, ey, machen wir es mal. Um die Ecke springen? Oh, ich glaube, der springt ein bisschen um die Ecken. Kann schon sich Aber bewegen, nicht mein weit Freund. genug. Das wird es echt weit. So weit ist es für mich. Dann ein Maß vorbei. Ich weiß, wie ich gleich rausfinde, was da oben drin ist. Alter, wie? Verraten. Was? YouTube wird mir das gleich verraten. Achso, ja, das ist eine Idee. Lass mal rausgehen. Willst du nicht, wo der rauskommt? Ja. Ich meine, das sind Optionen, okay, cool. Reset? Nee, nee, nie reset. Egal, was er resetten will, nie reset. Warum Really nicht? quiet? Ja. Geht jetzt aus dem Spiel raus, oder? Nein, Nö. Nee. nein. Oh, Ich bin Level 1. Mann. Ich bin Level 1. Oh. Hä? The Proving Grounds, was ist das? Ich habe gerade drauf gedrückt, jetzt lädt er einfach. Drück mal The Proving Grounds, was auch immer das ist. Was? Ganz unten, da. Oder Auswähl, Squad und so.
Moving Grounds, irgend sowas. Hab ich auch gehabt. In der Kiste sind Gegenstände drin. Okay, cool. Hast du jetzt rausgefunden? Ja, ich bin nochmal schnell rein und hoch. Ah, okay. Macht Sinn. Hätte ich auch gemacht. Bin ich jetzt einfach irgendwo auf deinem Map? Ach, das ist. Ja, erschießen sich Menschen. Warum tun die das? Sind wir auf derselben Map? Das nicht, gibt's keine Spielerliste oder so? Also, nicht, dass ich wüsste. Welche Taste war denn Freunde? G4. Sag mir mal Warte, Bescheid, ich wenn hab. der Erde erschossen wird. Jetzt Fisherman, dann tötet Ja, Daniel. ja, ja, Ist gerade irgendwo mit irgendeiner Taste ist gerade eine Liste aufgegangen. Ach, mit U, oder das ist das, was ich anhab. Wo bist denn du auf der Map? Bin rechts in der Mitte an so einer Straße, die Richtung Mitte führt. rechts oben bin ich. Rechts ist so eine Straße mit Block. Ist das? Was, eine Straße mit Block? Was? Schreib mal, was du siehst oder noch. Na, ich bin auf der rechten Seite, genau mittig, da führt so eine Straße nach links. Es gibt rechts bloß eine Straße, die nach links führt. In der Die Mitte. runter in die Mitte führt? Ja, die in die Mitte der Map führt. Und dann so gebogen nach unten. Na oben. Alter, ich mach den Screenshot. Links, Junge. Ey, oh ja, oh, warte, ich komme ins Tweet. Mach nochmal Map auf. Ja. Wie sind die hier? Da, bin ich da. Da, wo du jetzt bist, ist vor dir eine Häuserreihe, dann kommt eine kleine Straße mit zwei Häusern und darüber sind nochmal zwei Häuser. Hey, warte mal, ich komme aus dem Menü nicht mehr raus. Häuser, ja. Da fehlt die Hälfte, wenn du redest, Ronny. Ja, siehst du die zwei Häuser oder drei Häuser, was das ist, die dann einfach im Grün stehen, direkt im Grün. Ja, oben rechts von mir, oder was? Und hier haben wir wieder Maus drauf. Ja, genau. Lass doch treffen. Ja, aber ich erschieße dich, wenn ich sehe. So, und hier kann man sich jetzt einfach die Map angucken und rumspielen, oder? Das so richtig Weißt du, verstanden was habe? du siehst? Laufe ich in die richtige Richtung? Nein. Verdammt. Oh, lol. Renn mal, ne? Drück mal Alt und guck mal nach hinten und dann lass mal Alt los. Warte. Das war gerade ein bisschen lecken. Was? Alt? Nach hinten? Und los dann. Ja, das funktioniert in jede Richtung. Das ist aber cool. So, lauf ich jetzt in die richtige Richtung. Das ist eigentlich übelst praktisch, ne? Wenn du genau siehst, hinter dir kommt ein Gegner, lässt einfach bloß mal Alt los und schießt. Eigentlich ja. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob das so gewollt ist.
Warte. Sagen, bis jetzt für ein kostenloses Spiel. Ja, ich finde auch die Ego-Perspektive gut. Da kannst du dich zwar nicht mehr umgucken. Will das ja nicht mehr? Nee. Nee, muss schon wieder mal. Ich finde, die sieht gut aus, ne? Die ist bei Papier. Ist die ein bisschen eklig manchmal. Jetzt verwachen. Komm ich das Holzschild? Habe ich nicht auf. Ach, ich hätte Stahlschild eingesammelt. Aber wie weit bist du? Ich bin gleich da. Ich bin gleich. Ja, ich sehe die Häuser zumindest schon. Ja. Ich bin da. Oh krass, unter uns. Also links unten. Also ich bin jetzt hier am Haus. Du rennst. Ja, hier, hinter dir. Hab ich für eine Waffe? So. Sniper Armor. Dann Armor. Ach, das sind Armor Westen hier. Jetzt habe ich einen 900er Schutz. Dann ist eine Baustelle. Nein? Ja, hier unten rennt einer rum. Oh krass, hier kannst du ja kaum durch die Bäume durchgucken. Du das? Ja, bitte, bitte. Also hier unten bei die Häuser, da rennt er. Da rennen mehrere. Dann zwei ist das Schild aufgestellt, links neben dem blauen Haus. Kommst du auch mit runter, oder? Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Im blauen Haus. Eine Waffe und nicht so. Blaues Haus, linkes Fenster. Das brauchst du ja nicht, die leuchten übelst, die haben gelbe Klamotten an. Und der eine auf jeden Fall. Ja, ich rück vor. Vor zur blauen Scheune. Nur ach, du bist da unten. Blaues Haus, ganz linkes Fenster. Rechtlich, ich will uns dann noch, kann das sein? Ja, das sind. Was, die Dreier muss drücken? Bist du hier hinter dem Zaun, ja? Bin im Hof drin. Geh in die Halle rein. Ich bin hier außen hinter einem Container. Einer Fenster, ich glaube, der hatte ich gesehen. Ach, der hat vor dem Fenster eine Barrikade aufgebaut. Der zielt in deine Richtung. Sehen aber nicht mehr. Raus. Der guckt in deiner Richtung aus dem Fenster. Oh krass, du Wichser. Was ist denn dieses Armor-West, was ich hier mal einsammle? Das ist unten neben deiner Munition, deine Schutzweste. Ach lol, okay. Die nimmt er ab, wenn du getroffen wirst. Wo bist du? Ich bin jetzt hier in dem Haus vor den. Ja, ich hab dich gesehen. Du bist ja rechts neben mir, ne? Ja. Erfolge, schieße. Hat es. Nein, nein! Hat er noch nicht da. Und dann ist kann ich die rumrennen hören? Die reden im Teamchat, ich höre die. I send you a friend request for the tent when I leave. I go there, actually,
Hör ich, hör die? Was war? Are you leaving? Where are you going? Das ist ein Kitty, der keine Ahnung hat und einer, der schon länger spielt. So, ich bin gerade in deinem Haus. Okay, die haben mir eine Barrikade aufgestellt. Okay, hast du vielleicht eine Granate oder so? Nein. Der sagt, irgendeiner kommt hinter denen, aber die. Ich glaube, die wissen noch nie, dass ich im Haus bin. Ich bin in dem Scheißhaus, aber. Und die haben eine Barrikade an der Treppe aufgestellt. Ich weiß nicht, wie ich die kaputt kriege. Ich habe keine Granate oder so. Verschießen, einfach zu schießen. Die geht mit Schüssen kaputt. Okay. Ja, hier rennen Haufen Leute rum, Alter. Keine Ahnung, wo überall. Ja, ja, hab schon gesagt. Einer rennt hier ums Haus. Ich glaube, die haben nie mitgekriegt, dass die Barrikade kaputt ist. In Hubsch, bin im Haus. Einer ist tot. Andere ist aus dem Fenster abgehauen. Ich bin noch im Haus. Eine Barrikade aufgestellt. Er hat eine Nate geschmissen. Krass, Alter, was? Lol, ich hab die Nate gehört. Ja, das ist irgendwie Giftgas oder so, scheiße. Giftgas und Smoke oder so. Eine Barrikade steht aber nur, als er hochgekommen ist, oder nee? Ist auf dem Weg? Ja. Wie gesagt, ich bin noch im Haus. Hier drin ist eine Kiste im Haus. Geräusch? Ja, ich glaube, das ist der Erdtrop, der das Geräusch macht. Oder? Ich habe keine Ahnung. Kann sein, ja. Aber ich komme jetzt genau. Achso, nee, warte mal. Dort haben wir uns getroffen. Die sind dort unten. Ah, alle, okay. Okay, ich sehe das blau aus. Hat irgendwas geschossen. Ja, ich hab's gehört. Irgendwas kreuzt sich. Was vor mir? In der Garage.
wo du drinnen warst. Ist einer. Einer bei mir im Haus. Noch steht die Barrikade, oh, aber. Ne, wo du glaube rein bist. Rennt die ganze Zeit einer hin und her. Meinst du diese große Halle, oder? Diese Halle, ja. Das ist ein kleines Haus daneben. Ich bin glaube durch das kleine Haus und in dem anderen Ding rennt einer hin und her. In welche Richtung kommst du? Vielleicht sehe ich dich. Ich bin schon an der Halle. Rennst du gerade vor der Halle rum? Ich habe gerade einen getroffen, der sitzt in dem kleinen Haus. Wo bist du? Ich guck genau auf dein Haus. Siehst du mich? Ich stehe hier am Fenster. Anderes Fenster, ich springe. Warte. Muss gucken, ob einer hier hochkommt. Nee. Also ich stehe jetzt direkt vor dem Fenster, also wird Schlag ausfallen. Ich sehe dich nicht. Ist egal. Vielleicht andere Seite? Ich bin jetzt an so einem blauen Van. Im Hof? Ja. Warte, den hab ich gerade gesehen. Alle Türen offen? Ja, bloß Motorhaube. Ist euch? Ich sehe den Van, aber dich sehe ich nicht. Da gibt's ja noch so ein Van. Halt, warte, hier steht noch so ein Ding. Ja, ich seh dich. Und hier in dem Haus und die Richtung, wo du jetzt guckst, da steppt die ganze Zeit. Okay. Ja, jetzt müssen. Die Halle hier vor mir, wa? Du gerade geschossen? Nein. Nee, die Halle meinte ich nicht. Lebt der noch? Doch. In dem Haus hier steppt trotzdem noch die ganze Zeit. Okay, ich finde den Game-Modus irgendwie cool. Macht irgendwie laut, oder? Ja, ich hoffe, dass du dir ins Haus kommst. Ja, ich hab dich im Visier. Kann aber sein, dass er bei mir im Haus ist, ich bin mir nicht sicher. Mach die Barrikade kaputt, ich hab noch eine. Ich muss aber schnell. Da ewig drauf gestanden. Hast du einen dabei? Ja. Du kannst sie hinstellen, auch wenn das so aussieht, als ob es nicht geht. Okay. Hä, ich höre die ganze Zeit in Steppen? Ist das ein Bug? Nee, das ist Steppenwäsche. Also wieder falsche Knochen eingesammelt. Oh. Oh. Erschreck mich nicht so. Ja, man hat bessere Übersicht auf jeden Fall. Boah, okay, ne kann. Hast du ihn gesehen oder was? Ich hab einfach weiter.
Sag was gammelt hier unten rum, ne? Ist es vielleicht der die ich verjagt habe? Wartet der eventuell auf seinen Kollegen? Ich hab 27 Painkiller und 1800 Schuss Pistolenmunition. Hast du ihn erwischt? Kannst du den roten Punkt noch sehen? Roten Punkt? Ja, an der Wand gerade hier. Achso, nein. Ach cool, hier oben 32 Munition. Nö, ich sammle auch schon die ganze Zeit ein. Da liegt jetzt ein Extended Magazin. Sammelst du die ganze Zeit ein, die Dinger? Hm. Irgendwie kommt keiner mehr. Ah, ich hab gerade so ein Leuchtding gesehen. Der Leuchtfeuer? Ja. Ich hab keine Ahnung, was es ist. Aus der Richtung vom Airdrop? Ja, auf jeden Fall. Ja. Von der Entfernung her kommt so hin, Airdrop. Kommt keiner wieder, hä? Nein, ist auch ruhig. Wie viel halten so ein Ding aus? Auch gar nicht so viel. Damit. War das hin? Ich würde sagen, nochmal normal spielen, oder? Ja, lass das mal. Wenn wir sterben. Wir hoffen, ja. Ich hab genug. Wo wollen wir hin? Richtung Erdfurt? Ja. So, wir gehen jetzt hier raus, ne? Und gleich tot. Und hier fünf Leute warten. Ja, ich hab's gesehen. Oh, nehmen wir noch ein paar Painkillers mit. Und neue Weste. Ja. Mehr Painkillers? Wo bist du dort? Achso, ich spiele in Ego im Übrigen, ne? Das ist angenehmer. Das Fadenkreuz ist irgendwie eklig in der Third Person, ne? Das ist irgendwie in die Mitte, habe ich so das Gefühl. Also mich irritiert, dass der Kunde in der Mitte ist. Das ist auch nicht. Ah, da. Das ist der Airdrop, würde ich behaupten. Weißt du, was ich hier cool finde? Das ist Zeug respawned? Ich kann durch die Büsche nicht durchgucken. So, ja. Und wenn jetzt hier immer hinter die Büsche hängt, habe ich voll die Arschkarte, weil ich sehe ihn nicht. Ne, wie vorhin? Einfach in dem scheiß Busch gehockt hat. Was hab gesagt? X war Feuermodus, ne? Ach, die Waffe nicht. Du musst nur normal laufen dafür. Geht im Rennen nicht. Nein, nein, die hat keinen Feuermodus.
Ja, Teamplay ist verboten. Ich muss dich jetzt leider töten. Die ganze Zeit auf die Map. Ja, so da und. Oh krass, das ist wirklich ganz schön weit, ne? Kann ich mir noch gemütlich Kipper anmachen, so. Dann bist du sichtbar. Komm mal her. Ja? Ist das Blaue da hinten? Ja. Nur dort, oder? Ja. Warum was das ist? Ist das vielleicht die Todeszone? Ja, das kann sein, dass er dort einfach ganz klein gemacht wurde. Ich muss immer nur sagen, dass ich die Grafik erstaunlich gut finde für Free-to-Play. Ja. Ich meine, die Bäume sind mit ihrem Wald so ein bisschen hässlich. Ja, naja. Aber es reicht, würde ich sagen. Oh Gott, ist hier der Erdwurm? Genau, Alter, an der Kante auf der anderen Seite von der Hütte. Was? Ich nehme mal die Waffe mit. Auto in der Hand. Ja, was ist das? Genau dahinter. Psch, psch, psch. Der Halle hockt 100 pro einer. Immer. Ich hoffe, dass wir sie gegenseitig abknallen. Hat einen gesehen, glaube ich. In dem Loch, oder? Ein bisschen lauter! Ich bin mir sicher, dass in der Halle immer drin ist. Wir müssen ja. Wie optimistisch du bist wegen einer Halle? Erdwurm ist weg, oder? Nein. Hm? Oh, bist du, okay. Der kommt doch runter erst. Wo, da landet was? Oh lol! Knallt gleich zweimal und Ronny ist tot. Na, wie funktioniert das hier? Oh. Albo? Hä? Wie nehme ich mir das Zeug? Nur das Medium Range Scope, ja, ne? Ja, ich hab. Achso, bist du eins? Nee, ich hab Arcog und so. Achso, du hast eins, dann nehme ich eins, so. Hab's auf den Boden gelegt, glaube ich. Blei? Ansonsten, ich hab 4 Agox. Ja, ne, die hab ich auch. Du hast gar nicht mehr, Ronny. Ich weiß. Hätte ja vielleicht nicht mitreißen sollen. Denn? Ah, da oben auf dem Turm, der Wichser! Oder?
einer auf dem scheiß Drecksturm. Nee, noch nicht. Jetzt bin ich stolz. Scheiße, Alter. Oh, krass, du musst ganz schön ballern, ne, wenn die volle Leben und Rüstung haben. Ja, na gut. Lass hier. Denk es mal. Wir spielen welche mit Granaten. Ja. Komme ich hier noch raus? Ach ja. Und wie dauert das ewig, bis das Menü aufgeht, wenn man Escape drückt? Ja, merkwürdig. Na, ich geh erstmal schnell pinkeln. Ah ja, gut, gute Idee. Ist sie schon wieder da? Dann nee. Ah, so, wieder da. Ah, ja. Hä? Also musst du mal. Was gerade weg. Ja, die Maus, die du mir geschickt hast, werde ich mir mal angucken können. Konrad oder so. Die Logitech? Ja. Oh, sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus, ne? Ja, naja, das Problem ist ja, dass es null Linkshändermäuse gibt halt. Linkshänder einfach ausrotten? Aber Rechtshänder sind alles Lappen. Ah, okay, der los. Er lädt bei mir noch. Ah ja, steht da. Dass wir auf Spieler warten, die noch laden. Kacklappens. Ja, ehrlich. Na, ja, wenigstens lande ich bei anderen Spielen, die schon im Fallschirm als letzter nach dem Laden. Oh, das ist so nervig. Wahrscheinlich schon am Boden angekommen, weißt du? Oh, hast du da schon auf dich einprügeln, weil er denkt, das ist auch gar. Ich hab ein schwarzes Bild. Also. Er ist nur Packer. Warum ist er nur Packer? Nur Packer, die? Was? Allowing players to load. The game will begin in 55. Ja, da, Nopaka oder so, da. Napoka. Ah, hier steht man, wenn man lebt, oder was? Ja. Hallo? Hm? Die versuchen alle da hochzukommen. Man erinnert schon bei die Kisten. Weil doch was drin ist. Das ist Zeug drin. Was ist denn da? Wir auch? Wie macht er das jetzt? Genau, jetzt geht er nämlich. Jetzt ist er unten. Okay. Bis wir manchmal, wenn man in der Lernlobby ist, in aller Ruhe ausprobieren, ne? Das ist so einfach ist es auf jeden Fall nicht. Still
everyone. Was? Wie redet man in-game, weißt du das? Was? Eh? Hallo? Hörst du mich? Nein, Pudding. Ach, da oben ist ein Symbol. Hallo, 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 hallo. Jetzt spring wie der Wilde, Alter. Was hat er trotzdem die Nase? Ah ne, hat schon immer. Man kann nicht schlagen, wenn man mit Alt umguckt. Have fun, kill everyone. Ja, ja, finde ich gut. Das ist mal ein gutes Motto, oder? Oh, wenn jetzt der Amokläufer, wenn jetzt rauskommt, der hat das gespielt, ne? Dann dürfen die ihre Tafel ja nicht mehr aufstellen. Teaming Solo Quest, like fun! Lol? Es gibt einen Bonus hier. Ein Airdrop Caller nennt sich das. Da kommt ein Airdrop, wenn du es willst. Da, nein. Oh cool, der Loot hängt hier in der Luft. Hey, falsches Spiel. Aber ja. Wirklich? Ja, beim ja, das eine. Da. Ich nehme mal an, da stand mal ein Objekt, was sie bestimmt entfernt haben, haben wir den Loot nie weggenommen. So ein Armor, ich hätte gerne noch eine Waffe zu vielen Munition. Was denn? Ja, falsches Spiel, gibt's ja eine Waffe. Was? Warte. Hier ist eine Waffe. Ja, die Waffen haben Skins, wenn die hier rumliegen. Für was sind ja, dann die Skins, die man kaufen kann? Ich hab keine Ahnung. Und da sich das Spiel so an Skins orientiert, ist es ein H1Z1-Clone. Auf jeden Fall, ich meine, definitiv, aber. Hier ist nur eine Waffe, hast du schon eine? Eine bessere Waffe als ich hab? Ich weiß nicht, was du hast, ich weiß auch nicht, was besser ist. Rote Häuser auf dem Nordosten schießt. Ja, schon. Auf dich? Nee. Auf dem Dach. Bin getroffen. Wie war das? X, ne? Irgendwas mit Scope? Nee, ne? Nö, ich hab ne Kackwaffe. Bin also getötet? Okay. Ja, ich hab einen drüben hab ich getötet. Ja, okay. Da ist aber definitiv noch einer, der versucht hat, den zu töten. Wie legt man sich hin? Y. Also ich hab einen getötet, der war auf dem Dach. Und der hat auf jeden Fall nach unten gezielt. Die Sonne dürfte uns nicht so nahe kommen. Aber wenn die immer mittig kommt, ist das eigentlich auch geil, ne? Weil du weißt ja, dass in der Mitte immer Action abgeht und zwar die ganze Zeit, nie erst zum Schluss. Weißt du, wie ich meine? Da läuft einer, da läuft einer. Am Dach, oder wo? Da drüben in die Halle. Down. Ich weiß nicht, ob er aufs Dach gekommen. Vielleicht hat er eine Waffe für mich liegen lassen. Ja, ich geh mit den drüben holen. Ja, guck mal, ob da ein Gewehr dabei ist für mich, vielleicht. Also, ob ein Gewehr ist?
Ich weiß nicht, ich habe hier die Wolfstrom MK5. Die ist auf jeden Fall echt nicht schlecht. Etikett. Meine Waffe jetzt getauscht? Meine Waffe gerade aus Versehen getauscht. Ich bin meine Wolfstrom wieder her. Oh nein, wieso habe ich jetzt den scheiß Vektor? Ich will keine Vektor. Jawohl, wer weiß, wie die Vektor hier vielleicht besser ist. Ich hab eine kleine Mine. Was verkaufst du dir? Jetzt noch eine Excel und eine Chris MK5. Dann habe ich noch. Ja, hier, davor liegt das hier. Ja. Ich habe fünf kleine Minen und ein Argok-Visier. Lass das mal irgendwo reingehen. Oh, krass, wenn das Argok-Visier auf der Waffe hat, alles belegt das halbe Bild. Wir müssen weiter. Richtung? Ne, falsch rum. Dann immer mit dich zuzugehen, ne? Ich glaube fast, ja. Ich habe hier Armor Quake dreimal. Wenn wir wieder in der Zone sind, muss ich mir das mal angucken. Aber wir sind schon in der Zone, oder? Müsste 5. Kannst du dir jetzt Munition nehmen? Ich weiß nicht, warum ich muss sicher. Ja, eigentlich eigentlich. Was ist das? Was habe ich hier auf den Boden gelegt? Ich habe Munition gekriegt, ne? Cool. Hast du noch Munition? Nein, nein, nein. Und dann lass mal weiter. Ja, warte, ich rüste gerade meine Waffe aus. Ja, und das Blaue ist die Zone. Hä? Blaue ist der Zonenrand, was wir vorhin gesehen haben. Boah, die geht ganz schön schnell zu, hä? Nö, es ist keine Zeit, noch in der Zone wegzurennen. Glaub ich auch nicht. Aber der Airdrop, der wird bald außerhalb der Zone sein. Lass weiter Mittel. Ja. Ja, okay, aber mittig ist das nie. Ja, stimmt. Boah, krass, ist der übelste Sprung gemacht. Man ist aber auch immer kleintot, ne? Wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Direkt da in der Mitte von der Kreuzung sind so zwei kleine Häuser oder drei dorthin. Ah, ja.
Also immer weiter geradeaus praktisch nur. Sind noch 27 am Leben. Oder hier, hoch auf dem Hügel in die Häuser. Oder. Rechts von uns müsste das sein. Ja. Ja. Ach, das ist so gerade, hier läuft der da rum? Hä, Ruhe? Ich glaube, ich habe gerade Stacheldraht gefunden. Was steht's? Jo, wo ist er, war ja Stacheldraht? Hier ist so eine Wolfstrom. Was du die haben willst? Für die echt gut. Ich hab. Komm ich hier nicht raus? Ich war falsch. Na, hier lang. 19 Leute leben noch. Achtung! Direkt vor uns! Bist du vor uns? Ich weiß nicht, in welche Richtung du guckst, Junge. Bei Süden. War gerade einer. Weißt du, ich hab nämlich Südost geguckt. Bei uns oben, oder? Ja. Hörst du gerade? Nee. Kann aktuell keinen sehen. Bei Süden noch einer? Bist du, wo du bist? Direkt hinter dir, 100 Meter hinter dir, oh Junge. Ja, deswegen ja. Achso, dein Name war die ganze Zeit weg. Dann wüsste ich nämlich, ob die hinter mir oder vor mir sind. Darum ging's. Oder hast du jetzt um mich gesehen? Wir sind noch in der Zone. Komm, wir müssen. In die Richtung. Ja, auf jeden Fall. So wie bei Herzlo.
Okay. Ich muss sagen, das Feeling ist dasselbe wie bei PUBG, ne? So ein bisschen. Oh krass, Alter. Boah, ich bin erschrocken. Alter, dieses blöde Geräusch im Boah, Hintergrund. das Spiel kann doch nicht so die Geräusche machen, Alter. Lieber. Hast du die Explosion gesehen? Ja. Ich sehe ob okay. Also ich habe irgendwie hier, ne? Wir sind in der Zone, ne? Noch 10 Leute sind noch am Leben. Also wir müssen genau zu den Enden, kann das sein? Ne, wir müssen genau von dem weg hier, die Häuser. Wo krass hat der für Ding aufgebaut? Genau Leute, das Leute, ich werde getroffen. Boah, von oben steht auch noch einer. Wahnsinn. Was? Das waren sie gerade überall. Das haben da gerade das Ding aufgestellt. In Ordnung. Siebter Platz? Ja! Okay, also ich muss sagen, für umsonst kriegst du hier wirklich fast dasselbe Spielgefühl, ne? Ja, ich kann mich mit der Grafik noch nicht ganz so anfreunden. Ja gut, dieser bei H1, Z1 noch viel schlimmer. Dieses extrem bunt. Ich hab 100 Coins. Ich hab keine Ahnung für was, aber ich hab 100 Coins Das auch bekommen. nie. Und dann habe ich irgendwie noch Boost Crate und Vanity Crate. Boah. Achso, weil wir Level Up hatten bestimmt. Also ich bin jetzt Level 2. Toll. Ja. Starlight Coins, aha. Starlight Coins. Habe ich hier Ammo Crate. Open. Ammo Crate. Loot Crates. Ach, ich habe eine Loot Crate. Mach mal auf. AK-12S Desert Storm. Ich hab ein blaues Shirt bekommen. Das ist ein Permanent-Skin. Ich hätte auch lieber ein blaues Shirt, ehrlich gesagt. Aber ich finde, was ich auf jeden Fall richtig widerlich gerade finde, ist, dass die meisten Skins, also 99% der Skins, echt nur Echtgeld-Skins sind. Die kommen aus Kisten, ne? Du hast eigentlich gar nichts zum kostenlos anziehen.
Ja, und alle, ja, alles, was halbwegs gut aussieht, kostet alles echt Geld. Ich weiß nicht, kann das nicht auch aus einer Kiste kommen? Ja, zum Beispiel Klamotten, da hatte einer einen schwarzen Anzug. Ein Lock. Mit Starlight Coins. Bei Starlight Coins 0, Unlock-Preis 1200. Ich weiß nicht, was der Unterschied hier ist. Hier gibt es ja grüne. Die grünen kosten diese anderen Coins. Die Gold-Coins, da habe ich 150. Blauen Sachen kosten auch Gold-Coins. Und die roten Sachen auch Gold-Coins. Gelben Sachen. Die gelben Sachen kosten dann diese Star Coins. Oder wie die heißen. Nee, auch nicht alles. Das ist gemischt. Es gibt schon, wenn ich das so sehe, eine Menge Sachen, die man nur so kaufen kann. Aber ist halt typisch Free-to-Play, wenn du es so haben willst, musst du halt wirklich ewig spielen. Aber das war jetzt fast zu erwarten. So eine komische Mütze hier, kostet ja 14.000 von den Coins. Geh mal bei Masken, ne? Und such mal Opticon Mask. Was? Welche Farbe ist das? Rot. Nein, wirklich. Es gibt schon echt eine Menge, ne? Wenn man die. Ah, die kostet auch diese komischen anderen Coins. Oh ja, natürlich. Das ist natürlich wieder echt Geld. Alles, was relativ cool aussieht, kostet echt Geld. Das ist so. Oh, ich Nervt mich schon wieder. hätte gern den schwarzen Anzug oder ich weiß nicht, ob man die Dinger auch so kriegt. Ich habe keine Ahnung. Was ich nehme an, ne? Dann will ich ja aber die 5 Millionen Kisten noch machen. Ja, jetzt bin ich schon wieder genervt. Ja, ist es in deinem anderen Spiel auch nie anders? Das ist ja noch viel schlimmer. Vergibt sich und das, was es gibt, kostet einen Haufen Kohle. Ja. Was kostet so eine Kiste, wenn man die kauft? 489. So eine Kiste kostet 52. Ungefähr, also ähnlich wie bei Go. Du kriegst 1100 Starlight Coins für 5 Euro. Ja, ne, danke. Du kriegst aber auch komischerweise 9680 Starlight Coins für 40 Euro. Ich weiß nicht, wie die auf 9680 kommen, aber ich bin übelst erstaunt, dass du keine Waffen kaufen. Hier ist ein Raketenwerfer. Was? Ja, gehen wir zur Armory. Das Ding heißt RBG 7. Oh lol. Warum haben wir keinen Raketenwerfer gefunden? Aber ich sehe hier nichts von kaufen, ne? Nein, nein, los geht's. Nur Skins.
Das ist ehrlich gesagt ziemlich verwunderlich für ein Free-to-Play-Spiel. Mir ist klar, dass dir einer zuhört aus dem Spiel. Ja, definitiv, aber. Ich komme nur mit den Farben nicht klar. Warum sind hier manche rot? Mikrofon muted. Mikrofon activated. Und andere wieder nicht. Ja, von den Namen von den Waffen. Die heißen Scar vor MK5. Was? Schon wieder das Rätsel. Naja, ich schau klar auf. Ah, gibt's schon immer paar coole Sachen eigentlich, ne? Oh, no. Aber finde ich jetzt eigentlich gar nicht so übel.